Die Idee zu den Bildern basierend auf den Partiturseiten entstand einfach daraus, dass gestorben eine gigantische Partitur ist. Hier in der Gesamtübersicht sieht man, wie wenig man da eigentlich erkennen kann, wenn man sich das einfach mal hier auf Bildschirmgröße anschaut. Wenn man dann ein klein wenig reingeht, sieht man also, dass es sich wirklich um unheimlich viele Notensysteme handelt. Das sind an der Zahl insgesamt 59 Stück. Und wenn man dann noch ein klein wenig genauer schaut, dann stellt man fest, dass man hier also beispielsweise Instrumente hat wie Röhrenglocken, Xylophon, Celesta, Cembalo, auch eine unheimlich ausdifferenzierte Schlagwerkbesetzung, und dass man es entsprechend also mit einem Werk zu tun hat, in dem das Bild des Werks, was ja die Partitur repräsentiert, eben ganz erheblicher Teil des Gesamtkunstwerks ist. Und ja, um so eine Partitur wirklich vernünftig lesen zu können, braucht man Größe, braucht man Platz, und daher werden die 23 Partiturseiten mit einer Höhe von Stand jetzt 80 cm in der Installation als Wandbilder angeordnet, jeweils dann mit kleinen Spots, um ein entsprechendes ja, Spannungsfeld zu schaffen und die jeweils momentan durch die Musik aktivierten Partiturseiten eben entsprechend in den Fokus zu rücken. Und dann wird mit Farbe und anderen Elementen eben gearbeitet, um insbesondere die Kommentare zum Leben zu erwecken und ihre korrespondierenden Stellen in der Partitur. Ah, und dann sind die Elemente mit Video und Bildern eben beisammen. Und jetzt ist die Frage, wie sieht die Installation dann in der Planung eigentlich genau aus?